Du schon wieder. Ich denke mir jetzt erstmal einfach gar nichts. Zisch, bumm. Ja, hallo, was machen Sie da? Ozalo, die Oziloti hier. Von wegen Texture-Pack übrigens, ne? Vielleicht werde ich auch dieses Texture-Pack einfach nehmen und mit dem Minecraft-Texture-Pack zusammenzwirbeln, quasi. Wow, wie viele Kakaobohnen habe ich hier? Wo sind die? Vier. Wow, vier. Nicht so viele, wenn es geht. Sind erstaunlich wenige Creeper unterwegs hier. Aber die haben wahrscheinlich alle Angst vor Höhlenspinnen. Oder hoffe ich jedenfalls mal. Tja, komm, die Herrschaften. Wow! Da war gerade ein Creeper. Aber ich hab's überlebt. Schön. Vielleicht. Hoffentlich. Also ich krieg das hier gerade irgendwie gar nicht mit. Oh, Bogen. Oh, scheiße, jetzt kann ich den Bogen nicht mit. Scheiß auf den Samen. XP, yay. Erde, 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 Erde. Das ist ja, wow. Wertvollstes Zeugs ever. Kohle? Ist voll sicher, hier gerade die Kohle mitzunehmen. Aber wo kam der Creeper denn gerade eben her? Ich hab den gar nicht gesehen. Habt ihr den etwa gesehen? Level 21, ja, Scheißendreck, aber auch. Jetzt bin ich gleich tot hier. Na toll. Und? Wir sollen mein ganzes Vermächtnis kriegen. Ja, komm, das verteile ich gleichmäßig unter meinen Abonnenten. Jetzt zum 32 Abonnenten-Special. Nee, warte. Das ist irgendwie scheiß Idee. So, zack, zack. Wo haben wir noch? Da haben wir noch. Zack. So. Hier ist kein Creeper. Kein Creeper. Kein Creeper. Kein Creeper. Kein Creeper ist immer gut. Nur ein toter Creeper ist ein guter Creeper. Es sei denn, er ist explodiert. Tja, immer diese wenn dann sonst und so, ne? Hier. Liebe Programmierer unter euch. Und das sind, glaube ich, einige. Ne, also Informatik, wisst ihr Bescheid. Absolute Like. Aber boah, der verdammte Ozelot. Ozelot. So, jetzt dachte ich gerade, da hinten wäre so ein Versicherungsvertreter Creeper, aber die gibt's ja in dem Texturenpack. Wohl eher nicht. Apfel. Apfel. So, was läuft dafür hier? Ach, ich hab doch einen Kompost, aber jetzt halt's Maul, ey. Komm! Hilfe! Ich hatte gerade das Gefühl, ich hätte einen Creeper gesehen, den ich irgendwie noch nie vorher gesehen habe. Tja, ist ja scheiße. Scheißen Dreck, um genau zu sein. Ist eine Höhle? Tatsache. Spitzhacke hält noch eine Weile, komm, nehmen wir ein bisschen Kohle mit. Einfach weil ich so ein Suchti bin. Ich bin so ein Kohlesuchti, ne? Ist da Bescheid. Und ich muss was essen. Und ich habe kein Brot mehr. So. Meine Nachtplaylist ist übrigens nur sehr kurz. Ich, wie gesagt, ich höre es gerade nicht, ne? Aber wundert euch nicht, wenn hier gleich irgendwie einmal das gleiche. Scheiße! Gut, weg ist er. Und es wird Tag. Tja, scheiße aber auch. Ich muss hier weg. Aber dringend. Mein lieber Mann. Er ist weg. Boah, da. What the fuck? Alter Schwede, wo kommst du her, du Junge? So, jetzt sind wir hier gleich schon wieder am Rande des Dschungels.
Ah, ne, der geht hier noch weiter. Ach, ist ja schön hier. Schnuckliger, kleiner Riesendschungel. Und wir haben kein Obsidian dabei. Sonst hätten wir uns vielleicht ein Portal hier hinsetzen können. Und wären dann am Portal der Höhle rausgekommen, wo wir Diamanten gefunden haben. Ich glaube, die Portale sind in Minecraft gerade generell sehr buggy. Weißt du, da kannst du 12 Chunks weiterlaufen, ne? Da ist keine Chance, dass du irgendwie von dem Punkt, wo du das Portal baust, das andere Portal noch siehst. Und das passiert trotzdem. Du kommst im Nether im gleichen Portal raus. Das Zeug ist echt zu buggy. Liebe Minecraft-Entwickler, bitte ändert das. So, jetzt ist wieder Tag, jetzt wird es wieder langweilig. Ach, und ich muss die Playlist ändern. Tag, Tag. Machen wir mal nach Zufallsprinzip. So. Hat man das nicht gerade eben schon? Machen wir das hier. Ja, wie gesagt, ich höre es nicht. Ich kann ja gerade nochmal eben. Jetzt höre ich es wieder. Und jetzt höre ich auch mich selbst. Ach so, das ist eine Blume. Ich dachte, was denn das für ein Ding? Und hier sind augenscheinlich Hühner. Wir sind tot. Wir sind tot. Ah, scheiß Erkältung. Zack. Und so, komm, lass dich töten. Danke. Ja, schön hier, viel Grün und viel Holz und viel Erde und Gras. Gras, hier ist ein Joint. Tja, wie gesagt, Niveau und so. Richtig geil, ne, also so richtig, wäre ja, wenn wir jetzt einen Dschungeltempel hätten. So mache ich mal so, damit ich mich nicht immer selber höre. Aber es lässt sich technisch nicht anders machen. Also falls jemand denkt, ich sterb gerade, nur in Minecraft. So, komm, nehme ich einfach mal wieder weg, das Ding hier. Ich höre mich die ganze Zeit selber und das ist scheiße. Komm, blinzel mich mal an. Na gut, dann nicht. Dann stirbst du halt, ist mir scheißegal. Ist ja deine Entscheidung. Ja, du stirbst auch. Ja, du bist gerade voll ins Messer gelaufen, du scheiß Huhn. Ich weiß, dass deine Verwandten mich immer umbringen hier. Auftragskiller. Und so. Ne, weißt du Bescheid. Und wir sind aus dem Dschungel raus. Ne, scheiße aber auch. Wie viele Kakaobohnen haben wir jetzt? 24. Ja, ist ja jetzt noch nicht wieder so viel, ne? Aber warum... Waren wir hier etwa schon mal vorher? Oder warum sind hier keine Kakaobohnen? Ich meine, das... Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir mal waren. Ja, egal. Ich, gehe jetzt trotzdem mal da hinten. Ach, das sind Kürbisse. Kürbisse sind gut, die können wir auch mal mitnehmen. Müssen wir auch nochmal anpflanzen, was haben wir denn hier? Cobblestone, komm. Das ist jetzt gerade voll sinnlos, dass ich einen Cobblestone in die Gegend setze, aber wenn wir hier mal irgendwann wieder herkommen und sehen, oh, da sitzt ein Cobblestone in der Gegend rum, das war bestimmt ein Enderman. Ach nee, das waren wir ja damals. Als wir die Kürbisse hier gesammelt haben. Ja. So, da ist noch mehr Dschungel oder ist das der gleiche jetzt schon wieder hier? Ist das einfach so ein episch riesengroßer
Wald. Ich glaube, das ist einfach so ein episch riesengroßer Wald. Und da, da stoßen wir doch auf möglicherweise bekannte Gefilde. Möglicherweise, warum rendert denn das da schon wieder nicht? Also so Dschungel und Gebirge und das kommt mir alles gerade unheimlich bekannt vor. Erinnert ihr euch auch noch an einen Zug mit Dschungel und Gebirge? Ich glaube nämlich, dass irgendwo hier in der Gegend eine Höhle sein könnte. Ne, okay, ich glaub's nicht mehr. Egal, wann man war. Wigwam. Wandern wir einfach mal weiter hier. Boah, ich bin so erkältet und niemand hilft mir. Okay, lass mal das. Ja. So, hier ist jetzt ein Gebirge, das da auf der anderen Seite anscheinend zu Ende ist. Oder eben auch nicht. Tja. Also ich glaube, wir stoßen jetzt nicht noch auf mehr Dschungel. Ich würde sagen, ab nach Hause jetzt hier, komm. Und zwar ganz geradewegs nach Hause zurück stürzen. Komm, machen wir einfach mal die Rüstung Schrott. Ist ja sowieso gleich im Arsch. So. Zack. Tja, sage ich doch, ist gleich im Arsch. Ah, das hier ist schon ein neues Gebiet hier, ne? Da waren wir wahrscheinlich vor längerer Zeit nicht. Au. Alter. What the fuck? What the fuck hier, ey? Ihr wollt mich doch verarschen. No. Ja, morgen auch. Wo kommen die denn her jetzt, ey? Alter. Das finde ich. Rohes Rindfleisch gibt's hier. Blumen. Birken. Ach, Birken sitzen. Ja, scheiß drauf. Wir laufen in die falsche Richtung. So, komm, jetzt ist die. Boah, diese Eisenstiefel, ey. Diese Eisenstiefel. Und da kriege ich ja gerade eine Notification von Windows, dass ich die Windows-Update-Einstellungen ändern soll. Will ich aber nicht. Weil Windows-Update nämlich immer wieder den Arbeitsspeicher voll scheißt. Und das bei 4 GB, wa? Das ist, 4 GB Arbeitsspeicher und trotzdem hat Minecraft Probleme, wenn zu viele Prozesse laufen. Und nein, mein Prozessor ist auch nicht gerade scheiße. Aber wenigstens weiß ich jetzt, wie die Creeper hier aussehen. Gut, ich laufe hier einfach mal irgendwie sinnlos durch die Gegend und tue so, als würde ich nach Hause laufen. Tue ich aber eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Und deswegen mache ich eine Art Sprechgesang. Wenn auch sehr scheiße. Und ich weiß nicht, was da für Musik läuft. Und deswegen ging es noch beschissener. Tja, das hat sich ja gerade echt beschissen angehört. Ja. Hä? Liegt hier einfach so Fleisch in der Gegend rum? Naja, egal. Ich nehme es natürlich dankend an, aber es wundert mich trotzdem. Aber wahrscheinlich, weil wir hier gerade eben schon lang gelaufen sind. Am Anfang der Aufnahme. Ja gut, was heißt am Anfang? Anfang ist was anderes. Erstmal was fressen, ey. Boah, ey, gerade eben mit dem Skelett. Ich wollte mich wahrscheinlich nur erschießen, um mich vor dem Creeper zu warnen. Da bin ich mir ganz sicher. Also eigentlich nicht, aber es war schon irgendwie gut. Ah, da hinten. Ich sehe den Pilz und die Schmiede mit dem scheiß Schornstein. Guck mal das Haus. Ich baue ja gerade an so einer richtig epischen Welt auch, ne? So eine
da habe ich so eine Flachlandkarte. Und da baue ich gerade so richtig übertrieben groß eine Stadt. Gut, Kompass brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja Kakaobohnen. Und die pflanzen wir jetzt hier. Vielleicht sollen wir da mal reingehen. Macht mal sehr viel Sinn, wenn man was anpflanzen will und dann da reingeht, ne? Ratatatatat. Ratatatatat. Reicht natürlich genau nicht. Ach, scheiß drauf. Hä? Geht das nicht mehr? Nee, geht nicht mehr. Tja, schade. Ich weiß übrigens nicht, wie lange ich schon wieder aufnehme, ne? Aber es wird gerade Nacht. Ja. Und die Tatsache, dass Nacht wird, nutze ich jetzt einfach mal für eine weitere Aufnahmepause. Also jetzt, ne, jetzt, hier. Warte, gucken wir nochmal hier schön aus dem Fenster. Und sehen nichts. Aber egal. Und das Getreide wiegt sich im Wind. Und in dieser Atmosphäre verabschiede ich mich für diese Aufnahme. Wir sehen uns demnächst wieder. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauer. Und noch einen angenehmen Abend. Oder so. Ja, also, tschüss.